Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Kerbal Space Program. In der letzten Folge haben wir unsere hier stehende SN15 getestet, die wir verwenden wollen, um zum Man and Back zu kommen mit Landungsmöglichkeit und drum und dran und soll natürlich wieder auch hier auf Kerbin selber landen. Dafür haben wir ihm hier schöne Füße gegeben und wir haben in der letzten Folge einen Testflug durchgeführt, der gar nicht unerfolgreich war. Im Hintergrund gehört die jubelnde Menge namens Vögel. Und wir werden jetzt erstmal schauen, wie wir diese Füße... Ich muss gerade herausfinden, wo ist denn der Mittelpunkt von diesem Blinder? So. Okay, wie viel Schübe können wir denn mit diesen Teilen machen? Maximal 2. Das ist doch genau das, was ich nicht wollte. Brauch stärkere Antriebe da unten. Die laufen auch auf Hüten Oxidizer, aber haben einen Vakuumschub von... Okay. Wie oft... Zündungen einmal. Das ist genau das, was ich nicht brauche. Ich brauche stärkere Schubdüsen, die im Weltraum super sind und gut arbeiten. Du warst immer ein gutes Triebwerk. Kann ich dich wenigstens vergrößern? Bitte, 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 bitte. No. Ich kann nicht 3000 von diesen kleinen Dingern anbringen. Schaut kacke aus. Du hast 140 Newton gehabt. Da bist du ein Orbital-Manöver-Triebwerk. Bedeutet auch nicht nach denen, was wir brauchen. Das sind Methanantriebe wieder. Die leider auch nicht in unsere Art passen, die wir hier brauchen. Wir brauchen was... Wieder alles Methane hier. Mmh. 500, aber das ist auch ein L2, ne? Ja, L2, L2, L2. Du bist ein L2. Dich kann ich nicht von der, doch, ich könnte dich von der Größe anfassen, aber du schaust kacke aus einfach. Man kann es nicht anders sagen. Du schaust scheiße aus. ...240 hätten die. Wie viele Schübe haben denn die? Könnten bis zu 9 hochgepumpt werden. Es sind jetzt nicht die prächtigsten Antriebe, aber rein theoretisch. ...2,27 hätten die sogar einen Schub. Die hätten sogar zu viel Schub. What? Den normalen hätten sie 0,99. Was ja vollkommen okay ist, weil es sind ja Weltraumantriebe in dem Fall. Du hast weniger... Ah, du bist eher... Nee, warte mal, was bist denn du denn für ein Verarsche? Du hast weniger Schub. Das ist... hat 55... Kleiner Antrieb. Keine großen Veränderungen möglich. Schade, du hättest Vorteile erbringen können. Du bist einmal nur zündbar. Warum sind die meisten Antriebe nur einmal zündbar? Was soll denn der Kack? Na, 33 mal zündbar. Aber schau euch mal die Größe an. Wie viel muss ich davon anbringen? Und lass mich raten, du bist auch wieder nur einmal zündbar. 11? 11 mal. Hat halt nicht den Schub, den wir bräuchten. Es hat 95 Kilonewton rein theoretisch. Aber läuft auf dem... Nehmen wir euch mal runter kurz hier. Setzen wir mal dich rein theoretisch hier an. Hat 20 Zündungen. Kann hier so dran gebracht werden. Würde drunter passen. Aber hat nur 0,37 hier auf der Erde. Im Vakuum hat er 0,47. Ist natürlich nicht mal die Hälfte, ne? Also schnell ist das Teil nicht... Schnell und manöverbar wäre das Teil jetzt nicht unbedingt damit. Aber 22 mal Schübchen auslösen. Wie viel Schub hat denn der Antrieb? Kann ich das irgendwie jetzt nachschauen? Ah, genau, wahrscheinlich, wenn ich das nach unten tue, sehe ich hier, wie viel Kilonewton. 700. Wenn ich das vergleiche, wenn ich jetzt zum Beispiel mal den hier austausche und den hier in die Mitte nehme. Oder wir nehmen mal den hier. Setzen den in die Mitte, machen den groß. Dann hat der
500 Kilonewton. 500 und wie oft könnte ich den zünden am Ende? 9 Mal. Wäre natürlich auch ein Improvement, wenn man es so sieht, ne? Jetzt tun wir mal, sagen wir mal, der Tank ist leer. Dann hat der 1,19 und immer noch 1888 MS. Ja, das wird unsere erste, ich würde sagen, unsere erste Triebwerksaufstellung. Hört sich doof an, aber ich finde, die hier sind extrem praktisch wegen der hohen Reliability mit 20 Mal Schub. Der hier ist praktisch, weil er hat 9 Zündungen und bringt am Ende 1,19 Schub, wenn der Tank halb leer ist. Wenn wir die jetzt kombinieren, haben wir 2,34 in der Stage. Und wenn wir wieder auftanken, okay, 0,96, aber das ist ja nicht das Ziel. Er muss ja nicht vollgetankt landen. Und selbst wenn der Schub, den wir jetzt haben, wenn er sich detankt beim Landen mit 4753 MS, bedeutet ja, er wird immer leichter, wenn wir runterfliegen, bedeutet, wir kommen über den einen SGV und dadurch wird er sich bremsen dann. Es geht ja eher darum, dass dieses Triebwerk alleine landen soll am Ende und dementsprechend die Haltung machen soll. So. Jetzt wird aber interessant. So finde ich, schau mal, so finde ich das aus. Oh, jetzt habe ich 3000 davon ineinander gepackt. Hupsi. Wasn't the plan. So. Das ist doch schon mal ganz praktisch. Jetzt kommen wir zum nächsten Problem. Docking. Das Teil muss docken können. Dafür brauchen wir natürlich einen Docking-Port. Einen passenden. Ich überlege gerade, ob ich hier sowas anbringe. So, wie wäre es? MS Docking Helper, MS, also der große Docking Helper sozusagen am Ende. Der passt aber hier nicht wirklich hin. MS Radial Decoupler, okay. Nee. Rein theoretisch könnte man nicht in der Zukunft auch, wenn man den Tank da oben wegkriegt oder umbaut, einen Greifer dran bauen. Dann wäre das sogar eine Möglichkeit, dass der hier, das Raumschiff hier, Asteroiden fängt. Wenn es sich approved. Wenn das Andocken auf den letzten Zentimetern irgendwie nicht klappen will, springt dieser Adapter mit seinem Aber da kann ich ja nichts machen. Also da kann ich ja nichts draufbauen, ne? Luftschleuse öffnen. Also wirklich checken, wie das funktioniert, tue ich noch nicht. Aber es ist einfach, wenn wir hier einen Klempertron dran bauen. Da hätte ich aber wenigstens als bisschen Aussehen, haben wir hier irgendwo diese Crew-Rollen. Wo waren denn die? Waren die unter der Structure? Wo waren denn die? Die sind rund. Zu groß rund. Und das funktioniert nicht rund. Aber wir können echt so einen Adapter nehmen, ne? Also wie gesagt, am besten wäre es, wenn wir in der Zukunft das nach hier oben transferieren. Aber für den, für sozusagen das Detanking und alles ist es halt hier schlau. Es soll ja nur zum Tanken dienen. Dadurch wird er hier auch ein bisschen noch eingebettet. So. Dann kann man hier zuschauen, wie es sozusagen gedockt wird. Am besten halt schräg zueinander, weil halt die riesigen Teile unten sind. Es muss in Zukunft alles noch angepasst werden, natürlich. Das ist jetzt nicht optimal, aber für den Anfang ist es gar nicht schlecht. Vom allein schon, wenn du dir die Hülle anschaust, wie groß das Teil am Ende wird. Das ist ja massiv. So, dann haben wir ja im Grunde die SN15 so Grund... Ah, nee, warte mal. Wir haben fast das Wichtigste hier vergessen. Aquatic RCS Thrusters. Achso, die brauchen Eis oder was? Medium, das ist dann Large. Kommen hier welche rein? Oh, warte mal, vielleicht müssen wir da eher dreimal machen. Ich glaube, das ist dann besser.
Ja, hier schaut es auch gut aus, hier schaut es auch gut aus. Perfekt. Und dann kriegt es hier oben noch... Weil die würde ich gerne umdrehen, so. In 4. Dann sollte das Teil grobwegs steuerbar sein. So. Huch, habe ich das jetzt falsch platziert oder was? Kommst du hier hin? Ich würde nochmal die Füße ausfahren. Das Ganze nochmal speichern und einfach nochmal auf den Start stellen. Wo will denn da die Kappe? Achso, hier. Das können wir am Anfang direkt machen. Starten. Ja, okay, starten wir es direkt. Noch ein Versuch. Das soll jetzt eine unserer sichersten Raketen für die nächste Zeit sein. Und ich würde gern so nah wie möglich jedes Mal versuchen, am Space Center zu landen. Das wäre so eine Herausforderung, die ich mir so ein bisschen selber stelle. Die Vögel glauben irgendwie, vermute ich, nicht mehr an mich. Und dann können wir in der nächsten Folge den Booster draufbauen. Der wird, oder vielleicht können wir das sogar noch diese Folge hin. Und dann können wir das Teil schon mal Richtung Alpha Centauri V2 schicken, der ja eigentlich nur darauf wartet, Personal zu kriegen mehr. Und dadurch, dass das ja self-flying ist auch, kommt es selber zurück. Bedeutet, wir haben am Anfang mal einen Flug, zwar mit Personal, aber... Okay, RCS ist aktiv. Triebwerke sind aktiv. Ein kurzer Hop sollte es werden. Aber war es nicht so, dass der am Boden nicht abheben kann, rein theoretisch? Stimmt, da war was. Bodenmäßig wäre das Ding nicht capable zum Abheben. Aber wir können Testschübe machen. Ist der mittlere Antrieb? Die leisten gute Arbeit, das muss man ihnen lassen. Immer einen kurzen Schub. Die Kabeln. Schub. Ich mag gar nicht wissen, wie viel... Alter, 900 Kilonewton Schub sind das, dass die hier durchschießen. Und Cut. Und Schub. Man sieht aber eindeutig die leichteren Schublichter von den äußeren Triebwerken und das heftigste von innen. Cut. Und Schub. Das scheint aber bis jetzt ganz gut zu laufen. Schaut euch das an. Vor allem, das ist ein Lander, den wir gerade designen. Das ist noch nicht mal, weil schon so eine ganze Rakete. Es hatte, ich glaube, früher waren unsere Raketen allein schon so groß. Jetzt haben wir es gleich geschafft. Gleich sind wir bei... Oh, was? Das war nicht der Plan. Okay. 99. Wir haben offiziell die 1 geknackt. Und wir heben ab. Gehen wir wieder auf Bodenflug zu. So, einmal nach da vorne schieben, bitte.
Das muss man jetzt ganz präzise steuern von hier unten. Aber dadurch, dass das jetzt so viel RCS-Thrusters hat, ist es natürlich auch noch um einiges agiler geworden. Aber wir stehen. Durch die Beine und den Bodenspace ist perfekt. Dadurch kann es gut noch ausbalancieren und sich gegendrücken. Jetzt tut das RCS noch ein bisschen Arbeit machen. Und jetzt tun sich die Füße ausbalancieren. Perfekt. So wollen wir das. Und wir haben sogar noch, also wir haben oft an- und ausschalten können. Die Seitentriebwerke, ich weiß gar nicht, wie viel die vielleicht noch am Schub haben oder wie oft die noch 13 Zündungen hatten. Die noch. Perfekt. RCS funktioniert alles perfekt. Wir schicken das, wir tun das jetzt wieder abholen. Es war wieder ein Non, also die ganze Steuerung, die wir jetzt gemacht haben, war möglich, ohne einen einzigen Körbel in Gefahr zu schicken, was natürlich mega geil ist, durch dieses kleine Teil, was wir seitlich angebaut haben. Das werden wir in Zukunft bei vielen Satelliten wahrscheinlich auch mitverwenden, weil ich denke, das ist eine ganz coole Idee, um das Ganze durchzusetzen, vor allem, oder umzusetzen, besser gesagt. Was habt ihr denn da hinten schon wieder zu meckern? Mein kleiner Haufen Vögel da hinten hat immer viel Spaß, wenn ich hier irgendwelche Designs mache. Aber was ich für eine Idee jetzt habe, wenn das möglich ist, ich glaube nicht, weil wir haben keine so großen Sachen. Aber was ich gerne machen würde, ist spätestens nächste Woche die erste Mondlandung damit durchzuführen. Wir bringen erst die Körbel zu der Alpha Centauri Station. Landung, Start, zurück zu Körbeln. Durch die Atmosphäre durch und schauen, ob wir so viel MS dabei hätten, rein theoretisch, dass wir sozusagen ein doppeltes Manöver durchführen können. Weil wir müssen natürlich erst viel Treibstoff auch brennen und viel Zündungen verbrauchen, um zu Alpha Centauri zu kommen. Was natürlich ein teures Unterfangen wird am Ende, wenn man so sieht. So, wir tun die Füße wieder einfahren. Speichern. Ziehen diese ganze Rakete nach oben. Und dann brauchen wir einmal bitte einen Modular Tank. Liquid Tank. Ich glaube, da können wir ein bisschen höher gehen, mein Freund. Was hältst du? Ja, die Höhe finde ich vollkommen gut. Dann gehen wir auf die 3, was war's, 3, 6, 5. Zack. Ich glaube, hier sind 3, 7, 5 sogar. Warte mal, 3, 7... und tun das mal auf die Länge von, ich würde mal sagen 20 Metern brauchen wir locker oder 25, um das Teil vom Boden abzuheben. Das wird ein Monster, das sage ich euch jetzt schon, das wird einfach das pure Monster. Das pure Monster. ich speichere einmal. Wir tun natürlich dann die Kappelungsstation hier unten hin. Und was wichtig ist natürlich, dass der in seine eigene Stage kommt und drüber, weil die soll als letztes gezündet werden. Hier oben können wir natürlich dann wieder Solarpaneele oder sowas einbauen. Aber das machen wir alles in der nächsten Folge. Ich hoffe, es gefallen, wenn ihr alles mögt, einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao. Changes.